Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Heute sind wir wieder in Sizilien und der Bluefire ist auch wieder mit dabei. Jawohl, ich habe so richtig viel Zeit im Moment. Du hast richtig viel Zeit im Moment, gut. Ja, den Rick müssen wir entschuldigen heute. Er hat ein bisschen was zu tun. Ja, er hat ein bisschen was zu tun. Er hat es zeitlich nicht mehr geschafft und ja. So viel. Ja, man glaube, man hat. Ja. Also, nee, so viel nur zu diesem Thema, mehr nicht. Ach so, okay. Wie man hier unschwer erkennt, es wird ein Spielplatz. Ja, ich freue mich. Mitaros Spielplätze, es ist immer eine wahre Freude. Meinst du? Ja, ich finde die immer schön. Ich finde das gut. Na. Ich finde die toll. Freut mich. Ja, wir hatten auch keinen Spielplatz in diesem Park und da ich ja auch im Communiversal Spielplatz gebaut habe, dachte ich, ich baue hier auch einen. Jo. Obwohl ich von euch ganz schön viel Kritik dafür gekriegt habe. Wieso? Oder nur vom Rick, glaube ich. Ja, von mir aus sogar nichts. Weil der Spielplatz halt versteckt ist hinterm Haus, das sieht halt kein Mensch. Ach so. Das habe ich so zu hören bekommen, ja. Ach so, ja. Jetzt hier in Bella Italia meinst du? Ja, sicher. Na gut, das war aber auch der einzige Platz in Sizilien. Wo willst du denn sonst hinmachen? Ich hätte eventuell vorne noch Platz gewesen, aber dann weiß ich nicht wegen das Meer. Sieht auch ein bisschen doof aus irgendwie, glaube ich. Ach so, okay. Ja gut, aber es gibt ja auch Strände, die einen Spielplatz haben, ne? Ja gut, kommt vielleicht noch einer hin. Ja. Hier. Wie gesagt, ich muss ja auch bei der Parkverwaltung muss ich auch noch einen Briefkasten bauen, ne? Ja, für muss unsere Fanpost, ne? Ja, aber sicher. Muss ja irgendwo ankommen, ne? Brauchen noch eine Adresse. Ja. Sagen wir euch noch Bescheid. allerdings ja. Geht's natürlich, ihr dürft dann halt nicht vergessen, Italy hinschreiben, ne? Muss ja. Also, wenn's einer getestet hat und ob da irgendwas ankommt, das wäre ja lustig. Ja, wir suchen uns einfach eine Adresse in Italien raus und schicken die einfach. Und dann gucken wir mal, was passiert. Hallo, wir kommen aus Deutschland. Ja. Wir haben einfach irgendeine Adresse angegeben. Ja. Schönen Gruß. Das wäre doch auch lustig. Das wäre total lustig. Ja. Also das gefällt mir. Ich habe den Spielplatz noch gar nicht gesehen. Hä? Wie nicht gesehen? Nein. Also jetzt im Bau meinst du jetzt? Nein, im Spiel selber habe ich den noch nicht gesehen. Hä? Ja, da hat der Rick schon recht, dass man den nicht sieht. Ich habe den noch nicht gesehen. Nein. Ich sehe den jetzt das erste Mal. Ach, was, komm. Nein, kein Witz. Ehrlich. Alter. Ja. Den verschiebe ich komplett, glaube ich. Also ich bin gerade ein bisschen baff. Ich finde es schon mega, wie das aussieht. Als ob du den nicht gesehen hast. Nein, ich sag's dir. Ich fühle mich verarscht. Nein, wirklich. Ich verarsche dich nicht. Okay, na gut. Oder er ist mir bewusst nicht aufgefallen. Das kann natürlich sehr gut sein, ja. Ja, keine Ahnung. Guck mal, es gibt auch was zum Klettern. Ja, voll gut. Alles da. Die müssen noch bunt gemacht werden, ne? Ja, kommt doch jetzt noch. Ah, machst du es aber da ganz ist mir schön eingefallen. Einfach, gell? Da ist mir eingefallen, oh, es gehen ja Kinder, ich glaube, das muss ein bisschen enger machen. Ne? Ah, okay. Guck mal, jetzt wird es bunt. Aber auch mit dem Seil, voll die gute Idee, ja. Passt schon. Ja, ist bei unserem Spielplatz nämlich auch. Ah ja, hast du den als deswegen, Vergleich genommen? Tatsächlich nicht, aber ist mir dann halt so in den Sinn gekommen. Hm. Ja. Ich finde den echt hübsch. Ja, ist er auch. Das sieht jetzt schon gut aus, ja. Aber es ist Wahnsinn, ne? Wie viele, ich meine, du bist nicht der Einzige, der jetzt irgendwelche Spielplätze baut oder so in Planco. Dass es einfach Leute gibt, die in ihrem Freizeitpark einfach, ja, du baust einen Spielplatz hin, weil ein Spielplatz gehört einfach dazu. Und es gibt auch viele Parks mit Spielplätzen. Und Planco so denkt sich so, ist gar nicht unser Plan gewesen bei diesem Spiel. aber die Teile geben es halt her. Ja. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt, was aus diesem Spiel geworden ist. Ne? Das ist. Ja, es ist einfach. Das ist einfach, das weiß ich nicht. Das hat doch nichts mehr mit Freizeitpark zu tun. Ein Freizeitpark-Simulator. Oder? Also, wenn man überlegt, guck mal, wir bauen Sehenswürdigkeiten von Italien nach.
Ja, ja. Das haben sich die Macher vom Spiel gar nicht dabei gedacht, ne? Ich glaube, das war nicht so der Plan, ja. Das ist so krank. Oder irgendeiner baut den Europapark nach, Hansa Park, Heidepark, Phantasialand. Also das ist schon eine verrückte Planko-Welt, die wir haben. Das ist schon Wahnsinn. Eine schöne, natürlich. Also es soll keine Kritik sein, aber der Hersteller denkt sich auch, was geht denn hier ab? Aber ich glaube, das hätten sie, glaube ich, auch nicht so gedacht, dass das so extrem wird. Ja, nee. Ich glaube, wenn die das vorher geahnt hätten, dann hätten die Performance auch angepasst. Also, meinst du? Weiß ich nicht. Ja, ich bin halt immer noch der Meinung, Planet Coaster war so ein Prototyp. Ja, für Planet Zoo meinst du dann? So allgemein, für die ganzen Planet-Spiele so. Ja gut, aber Planet Zoo siehst du ja auch, ne? Dass die mit der Performance einfach was besser gemacht haben. Ja. Okay. Naja, wir hoffen ja immer noch, dass der zweite Teil kommt. Und wenn er nicht schon angekündigt worden ist, zu dem Zeitpunkt, ich weiß ja nicht, wann dieses Video hier halt rauskommt, keine Ahnung. Ja. Wir gucken jede Woche. Ja, und hoffen und hoffen und hoffen. Wir hoffen es ja. Aber hier, guckt euch das mal an. Der Sandkasten, natürlich. Ihr gehört dazu, ne? Ja, absolut. Das ist Wahnsinn. Ich mag das. Ich mag das wirklich, dass so... Ja, klar, natürlich. Ist ja auch ein Hubbel drin, ne? Natürlich. Das ist so krass. Ja, wir haben ja keine Kinderschöpfschaufel, ne? Ja. Musst du halt das herhalten. Das ist ja. Voll gut. Richtig. Da habe ich gerade was vergessen, was aufzunehmen anscheinend. Da war auf einmal so ein Platz, der fertig ist. Oh, ups. Hoppala. Also, vergiss nicht, Pause zu drücken. Hier ist doch nicht schlimm, alles gut. Ich meine, umso fertiger der Park wird, umso mehr sieht man ja halt auch, ne? Das kannst du ja nicht verstecken. Geht ja nicht. Bei dem Brunnen bin ich mir bis jetzt immer noch unsicher, ob ich ihn vielleicht wegmache, weil der ist echt riesig. Ja, der passt überhaupt gar nicht da rein. Den würde ich auch wegmachen. Ne, oder du machst einen Custom-Brunnen und denkst dir, ja. Der sieht ja. Ja, schon wieder vorbei. Es war eine kurze Folge, es war tatsächlich nur der Spielplatz, aber in der nächsten Folge geht's wieder an die Oper. Ja, cool, freu mich. Die wird langsam fertig. Cool. So, dann vielen Dank fürs dabei sein und wir sehen uns im nächsten Part in Alfrische. Mach's gut und tschüss. Ciao.